das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska. Guten Abend. Die Grünen haben zwei neue Köpfe und ein altbekanntes Problem. Wie hart der Einstieg ins Regierungsgeschäft sein kann, das musste Joschka Fischer schmerzlich erfahren, damals als Außenminister. Die Farbbeutel-Attacke beim Parteitag vor gut zwei Jahrzehnten, weil Deutschland beteiligt war am Einsatz der NATO im Kosovo. Nun sind die Grünen wieder in der Regierung und die beiden Neuen an der Spitze, Ricarda Lang und Omid Nuripur, wollen verhindern, dass die Basis noch mal rot sieht. Der neue Co-Chef formuliert es so: Die schwierigste Aufgabe wird sein, der Regierung zu sagen, was die Basis will, und der Basis dann zu erklären, warum die Regierung es nicht macht. Nicole Konert. Ein bisschen wirkt es ja wie ein Modeshooting und so scheint es gänzlich unangenehm ist es Omid Nuripur nicht. Andererseits, den Tag, an dem der Realo und Außenpolitiker zum grünen Vorsitzenden gewählt wird, hat er sich vermutlich auch anders vorgestellt, weniger digital. Wenn man dann da hingeht und versucht, alles zu geben, um gewählt zu werden, und dann guckt man runter und dann sind da nicht so die Leute, die man sonst normalerweise kennt, mit denen man Wahlkampf gemacht hat, die jemanden winken und sich freuen und applaudieren oder auch buhen. Das fehlt halt alles und das ist traurig. Und auch kein gemeinsamer Bühnenauftritt mit der anderen Hälfte des neuen grünen Spitzenduos. Corona-Infektion, eine Bewerbungsrede aus dem WG-Zimmer. Mein Name ist Ricarda Lang. Ich bin 28 Jahre alt, ich sehe aus, wie ich aussehe, und ich bin verdammt stolz, Politik in einer Partei zu machen, in der nichts davon darüber entscheidet, was mir politisch zugetraut wird. Sie kommt vom linken Flügel der Partei, kämpft für Feminismus und soziale Gerechtigkeit, will zeigen, dass Klimaschutz nichts nur für Leute ist, die es sich leisten können. Wie das geht, können die Grünen jetzt beweisen als Regierungspartei. Regieren ist doch keine Strafe, das ist eine riesengroße Chance, eine Möglichkeit, die Möglichkeit, das, was wir in den letzten 16 Jahren der Opposition gefordert haben, endlich in der Realität umzusetzen. Regieren schön und gut, aber so mahnt die grüne Jugend, immer das grüne Profil im Blick behalten. Wir erwarten natürlich vom ganzen Vorstand, insbesondere von den Vorsitzenden, auch in der Ampel sichtbar zu sein als grüne Partei und auch mal Konflikte einzugehen und auch mal gegenüber den Koalitionspartnern sehr deutlich zu werden und für die grünen Erfolge zu kämpfen. Neue Rollen, neue Aufgaben. Nuripur und Lang werden Vorsitzende einer Partei mit vielen Neumitgliedern. Dafür müssen sie die Grünen fit machen. Außerdem Blick zurück auf einen teilweise verstolperten Wahlkampf. Wir werden den Wahlkampf zusammen nacharbeiten, um das nächste Mal noch erfolgreicher zu sein und auch Strukturen zu schaffen, die uns ermöglichen, mit Geschlossenheit und mit den Erfolgen, die wir erzielen werden, wieder in der K-Frage mitspielen zu können. Ambitionierte Ziele für die zwei, die ihren gemeinsamen Weg auf Abstand beginnen, ungewollt. Und das war natürlich ein Film von Christian Feld. Grüne Wünsche und Wirklichkeiten. Dazu jetzt die Meinung von Nicole Konert vom Westdeutschen Rundfunk. Aua, die Realität des Regierens kann ganz schön wehtun. Und diese Realität ist auch ganz schön kompliziert. Sei es bei der Russlandpolitik oder bei der Förderung für Gebäudesanierungen. Das mussten Annalena Baerbock und Robert Habeck bei ihrem Abschied als Parteivorsitzende zugeben und gaben ihren Nachfolgern gleich eine Botschaft mit. Kompromisse eingehen, weiter streiten, aber sie bitte auch unterstützen. Und die Neuen? Die strotzen vor Tatkraft. Ricarda Lang als jüngste Parteichefin will vor allem für die sozial Schwachen kämpfen. Und ihr Co, Omid Nuripur, der Außenpolitiker, will die Grünen sogar so sehr stärken, dass sie bei der Kanzlerfrage auch wieder mitspielen können. Die Versprechen der beiden sind extrem groß. Denn klar ist, dass der Wechsel in der Parteiführung in einer Zeit der Krisen kommt. Pandemie, steigende Energiepreise und der Ukraine-Konflikt. Da die beiden Flügel, die Realos und die Funis, bei Laune zu halten und zu vereinen, grüne Werte wie den Klimaschutz nicht über Bord zu werfen und ihre heutigen sozialen Versprechen auch noch halten? Eine Mammutaufgabe. Sind Omid Nuripur und Ricarda Lang dafür die Richtigen?
Das müssen sie. Ein Plan B gibt es nicht, wenn die Grünen wirklich mehr als 4 Jahre regieren wollen. Damit es gelingt, müssen die Grünen allerdings die Fehler aus dem Wahlkampf aufarbeiten. Lernen, Fehler auch einmal schnell zuzugeben. Nicht so wie bei den Corona-Bonuszahlungen an den Parteivorstand. Und wenn sie die nächste Zeit über Gelder für Kindergrundsicherung oder Klimaschutz verhandeln, werden sie auch lernen müssen, mit der Realität klarzukommen. Eine Realität in einer Ampelregierung, die derzeit vor allem eines fordert: sehr viele Kompromisse. So sieht es Nicole Konert. Es war wieder ein Samstag, an dem einige Tausend ihre Meinung auf die Straße getragen haben, in mehreren Städten zwischen Rhein und Oder. Kundgebungen für den Zusammenhalt in der Pandemie und auch wieder Kundgebungen gegen das Krisenmanagement, auch gegen eine mögliche Impfpflicht. Viele dieser Corona-Proteste bewegen sich in einer Grauzone. Am Tag auf der Straße sehen sie aus wie irgendwie besorgte Bürger. Im Netz aber agieren einige als finstere Gestalten, bevorzugt auf einem Digitalkanal, der in dieser Woche auch wieder die Innenministerien beschäftigt hat, Telegram. Eigentlich ein Dienst für Kurznachrichten zwischen Einzelnen, tatsächlich aber eine Plattform, um Massen zu mobilisieren. Michael Heusen. Eine von Dutzenden Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen heute. Knapp 5000 Menschen laufen durch Freiburg. Unter anderem auf Telegram wurde sonst auch zu sogenannten Spaziergängen, also nicht genehmigten Versammlungen, aufgerufen. Die Netzpolitikerin Ann-Kathrin Riedel beobachtet diese Telegram-Gruppen und stellt fest, der Hass nimmt Überhand. Sie sind dort auch hingewandert, weil sie das eben auf Facebook und Twitter nicht mehr wirklich konnten. Und wir haben eben das Problem, dass die Polizei dort nicht tätig ist und ermittelt. ARD-Journalisten zählten auf Telegram zwischen November und Anfang Januar 250 Mordaufrufe, etwa diesen. Ich frage mich das nur für mich selber so, ja. Wir haben so viele gute Scharfschützen auf der Welt. Doch kann ein Messenger-Dienst etwas dafür, wenn über ihn so etwas geschieht? Die Innenminister sind sich einig, ja. Telegram muss in die Pflicht genommen werden. Bei allen anderen Diensten haben wir einen Adressaten, also jemanden, der das veranstaltet und wo man den Strafbefehl hinschicken kann und wo man dann auch sagen kann, jetzt stehst du dafür gerade. Bei Telegram gibt es die Adresse nicht oder wir kennen sie nicht. Irgendwo in Dubai. Telegram selbst zeigt sich auf seiner Website harmlos und beantwortet den Umgang mit Gewaltaufrufen so. Frage: Ich habe illegale Inhalte auf Telegram gefunden. Wie kann ich diese löschen lassen? Antwort: Alle Telegram- und Gruppenchats sind die Privatsache der jeweiligen Nutzer. Wir bearbeiten keine diesbezüglichen Anfragen. Hier ist doch vollkommen klar, wenn du dich verstecken kannst und gar keine Sorge haben musst, dass du erwischt wirst, dann machst du fröhlich weiter. Und deswegen ist das Aufdecken und das Klarlegen von Klarnamen, von wahren Identitäten elementar. Telegram zu sperren sei nicht die Lösung, findet die Netzaktivistin. Das machen vor allen Dingen autoritäre Staaten und auch die bekommen das nicht wirklich hin, Telegram zu blockieren oder zu entfernen aus den nationalen Grenzen. Menschen werden das immer umgehen und man muss natürlich bedenken, dass wahnsinnig viele Menschen für ganz legitime und legale Zwecke Telegram benutzen. Und das würde man denen auch verbieten und das halte ich nicht für verhältnismäßig. Immerhin, die Innenministerien von Bund und Ländern konnten jetzt wohl erste Kontakte nach Dubai in die Firmenzentrale knüpfen, haben den gesuchten Briefkasten gefunden und die Hoffnung, Telegram doch zur Zusammenarbeit bewegen zu können. Diese Männer sind es gewohnt, geduldig zu warten, die Leibgarde des italienischen Staatspräsidenten. In dieser Woche dürften aber auch diese langen Kerle, 1,90 Meter Mindestmaß haben die, so langsam die Geduld verloren haben. Beim Warten nämlich auf die Entscheidung, wen sie denn nun bewachen sollen nach Sergio Mattarella. Eine Woche hat es gedauert, den Nachfolger zu bestimmen, 8 Wahlgänge und seit heute Abend wissen sie nun endlich, es wird Sergio Mattarella. Aus Rom Helge Röfer. Mattarella, Mattarella. Am Ende bleibt alles, wie es war. Heute im 8. Wahlgang die absolute Mehrheit der Stimmen für Sergio Mattarella. Der alte Präsident ist auch der neue, obwohl er das eigentlich nicht bleiben wollte. Die schwierigen Tage dieser Wahl zum Präsidenten der Republik, vor dem Hintergrund der gesundheitlichen Notlage, der angespannten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Situation, machen es nötig, Verantwortung zu übernehmen. Richiamano al senso di responsabilità.
Seit Montag wurde gewählt, gezählt, geredet, Mitte links und Mitte rechts auf der Suche nach eigenen und zugleich mehrheitsfähigen Kandidaten. Die Suche ist beiden Seiten misslungen. Kandidaten wurden vorgeschlagen, verbrannt oder zogen selbst zurück, darunter die Senatspräsidentin Casellati und der ehemalige Parlamentspräsident Casini. Die Lager sprachen sich gegenseitig die Glaubwürdigkeit ab. Es wird keiner Seite gelingen, ihren Kandidaten einfach durchzudrücken, ohne dass der alle repräsentiert. Man kann uns gewiss nicht vorwerfen, wir hätten mit versteckten Karten gespielt. Wir haben viele honorige Vorschläge gemacht. Mitte links kritisiert die rechte Personaltaktik. Matteo Renzi mahnt, es sei keine Zeit für Kinderkram. Verlierer gibt es viele, gewonnen hat eigentlich niemand. Klar wurde, dass es mit der Kompromissbereitschaft und dem Verantwortungsbewusstsein der meisten politischen Akteure nicht weit her ist. Die Probleme in den Parteien, in den Koalitionen, all die Gräben, die sich in diesen Tagen aufgetan haben, das drohte ins Chaos zu führen. Das Bild eines Landes mit Parlamentariern, die ihren Wahlzettel nicht abholen, die gar nicht erst im Parlament auftauchen, das hat ein Weitermachen unmöglich gemacht. Am Nachmittag nach einer knappen Woche zäher Wahl löste Mattarella selbst die verfahrene Situation. Er übernimmt Verantwortung. Er bleibt im Amt. Und wir wechseln nach Washington. Die USA haben angekündigt, weitere Truppen nach Osteuropa zu schicken. Natürlich hat das zu tun mit dem schwelenden Konflikt um die Ukraine. Der Nachrichtenüberblick mit Julia Niharikasen. US-Präsident Biden nannte gestern Abend in Washington keine konkrete Zahl. Vor einigen Tagen hatte er 8.500 Kräfte in Alarmbereitschaft versetzt. Bereits Anfang der Woche hatte die NATO beschlossen, ihre Militärpräsenz in Osteuropa zu verstärken, weil sie eine Invasion Russlands in der Ukraine fürchtet. Die USA setzten das Thema für Montag auf die Tagesordnung des UN-Sicherheitsrats. Polen verstärkt seine Grenzbefestigung zu Belarus, um Migranten von der Einreise in die EU abzuhalten. An einigen Abschnitten hatten Soldaten bereits im Spätsommer provisorische Barrikaden errichtet. Diese sollen nun durch einen mehr als 5 Meter hohen Stahlzaun mit Bewegungsmeldern und Kameras ersetzt werden. Flüchtlingshilfeorganisationen fordern stattdessen, das Asylsystem in Polen besser auszustatten. Zusammen mit der geplanten Erhöhung des Mindestlohns soll im Oktober auch die Verdienstgrenze für sogenannte Minijobs angehoben werden. Sie werde um 70 auf 520 Euro steigen, kündigte Bundesarbeitsminister Heil in den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft an. In der Koalition hatte vor allem die FDP gefordert, die Verdienstgrenze an den höheren Mindestlohn anzupassen. Somit können die Minijobber weiter im bisherigen Umfang beschäftigt werden. Beim nordischen Kombinationsweltcup im Rahmen des Seefeld-Trippels war Vinzenz Geiger im Schlusssport nicht zu schlagen. Auf der Schanze im österreichischen Seefeld lag der Oberstdorfer nach dem Springen noch auf Rang 5. Auf der 10-Kilometer-Strecke entwickelte sich ein spannendes Rennen, das erst auf den letzten Metern entschieden wurde. Geiger war da stärker als der zweitplatzierte Österreicher Lamparter. Damit geht Vinzenz Geiger als Führender in den letzten von 3 Wettkampftagen um das Seefeld-Trippel. Auf die Plätze 4, 5 und 6 kamen die Deutschen Frenzel, Weber und Schmid. Um diesen Koloss war es lange still. Seit 2008 ist der Flughafen Tempelhof in Berlin nicht mehr in Betrieb und droht der Stadt um die Ohren zu fliegen. Es kostet schon ein kleines Vermögen, allein die Riesenhallen dieses Denkmals zu heizen und instand zu halten. Nun hat eine private Stiftung das Privileg, hier die Kunst eines Mannes zeigen zu dürfen, der ähnlich wie das Gelände selbst weltbekannt ist. Er vollbringt das Kunststück, Beton zu biegen und in diese gigantischen Hallen auch gigantisch Bewegung zu bringen. Gret von Petersdorf und Petra Gute. Handschuhe an, Mantel aus. Bernard Venet bereitet sich vor auf seine Performance. Noch einmal zurechtschieben, die tonnenschweren Stahlträger mit viel Sorgfalt. Und dann, es wird geradezu kontraproduktiv, gibt der 80-Jährige dem Ganzen einen Schubs. Das war's mit dem Arrangement. Es ist wahnsinnig laut. Wenn ich eine solche Performance wie gerade eben mache, habe ich immer ein bisschen Muffensausen. Das ist einfach eine irre Wucht. Wenn 30 Tonnen, wie in manchen meiner Performances, mal eben innerhalb von 4 Sekunden zusammenstürzen vor Publikum, in einem unglaublichen Lärm, ist man schon immer etwas beunruhigt.
Seine Kunst braucht Platz. Den bieten Hangars des einzigen Flughafens Tempelhof. Für seine Werkschau von den 60ern bis heute. Der Franzose, der schon früh nach New York gezogen ist, hat mit allem gearbeitet. Auch mit Teer, Kohle, Holz. Gemalt hat er auch. Aber weltberühmt wurde er mit den Stahlbögen. Zahlreiche Metropolen wie Paris, New York, London beschlossen, gebogenen Stahl von Vene, das brauchen wir. Auch Berlin hat einen Vene-Bogen. Er war ein Geschenk von Frankreich anlässlich der 750-Jahr-Feier der Hauptstadt. 1987 war das. Der damalige Premierminister Girac kam eigens nach Berlin zur Geschenkübergabe. Es war feierlich damals. Heute macht das Geschenk einen etwas vernachlässigten Eindruck. Vene ist nach Südfrankreich zurückgekehrt, hat sich dort ein Skulpturenreich geschaffen und umgibt sich mit Kunst ein Besessener, so nennt er sich selbst. Bei der Arbeit kämpft man richtig gehend mit dem Stahl. Ich versuche ihm eine Form zu geben, aber manchmal schaffe ich das gar nicht, weil der Stahl viel stärker ist als ich. Es ist ein permanenter Kampf zwischen dem Material, das einfach sehr widerstandsfähig ist, und mir als Künstler, der versucht, es mit seinen Ideen zu bearbeiten. Ich versuche einfach, mich dem Material anzupassen. In Berlin wird er sich in den kommenden Wochen immer wieder blicken lassen für Live-Performances wie diese. Man kann so viel machen mit Stahl. Es wird eine harte Nacht für Einsatzkräfte im Norden Deutschlands und im Nordosten. Nadja ist da, die Sturmfront, die heute schon einigen Schaden angerichtet hat, auch in Großbritannien und Dänemark. Nicht nur hier in Worpswede in Niedersachsen sind Bäume umgeknickt und liegen auf den Bahngleisen. Inzwischen ist im gesamten Norden der Bahnverkehr gestört oder steht ganz still. Im Hamburger Freihafen rammte ein Binnenschiff die Elbbrücken und wie vorhergesagt, Sturm Nadja erreicht in diesen Minuten seinen Höhepunkt und mit ihm die Sturmflut an der Nordseeküste. Deshalb gehen wir zu Lisa Knittel in Dagebüll an der Westküste von Schleswig-Holstein. Lisa, wie wirkt sich das aus bei Ihnen? Ja, da, wo wir vor wenigen Stunden noch im Trockenen standen, hat es jetzt die ganze Nordsee hier in den Hafenbereich reingedrückt und über mehrere hundert Meter überflutet. Und es ist nicht nur erstaunlich, wie schnell das Ganze ging, sondern auch mit welcher Wucht das vonstatten ging. Wir haben jetzt hier, vielleicht sieht man das, Windböen mit 12 Windstärken, also Orkan in den Spitzen und 10 bis 11 Windstärken im Grund. Und es gibt, obwohl der Fährverkehr zu den nordfriesischen Inseln in Amrum und Föhr lahm liegt seit Stunden, viele Schaulustige, und einer hat es ganz treffend formuliert, vom Gefühl her so, als ob man bei der Autobahn bei voller Fahrt den Kopf aus dem Fenster hält. Und wie geht's weiter? Wie wird die Nacht im Norden? Also das Sturmtief Nadja mit den Orkanböen wird uns die ganze Nacht noch beschäftigen, vor allen Dingen hier an der Westküste. Und dadurch, dass Nadja sich so langsam bewegt Richtung Osten, die ganze Nacht hindurch, den ganzen Vormittag und dann Richtung Osten verlagern. Und während wir ja jetzt hier Höchstwasserstände haben, bis zu 2 Metern über dem normalen Wert, haben wir gerade an der Ostsee Niedrigwasser, 1,20 Meter, 1,40 Meter. Das schwappt morgen in einer großen Badewanne zurück und wir erwarten zum Beispiel, dass das Wasser im Flensburger Hafen über die Ufer tritt und auch noch am Nachmittag Windstärken von 11 auf Fehmarn. Also Nadja wird uns die ganze Nacht beschäftigen und auch noch den ganzen Sonntag ordentlich durchschütteln im Norden Deutschlands. Vielen, vielen Dank, Lisa Knittel aus Dagebüll in Schleswig-Holstein. Und das ganze Bild kann uns natürlich unser Meteorologe zeigen, Sven Plöger. Sven, wie entwickelt sich dieser Sturm? Ja, der zieht in der Tat weiter. Lisa hat das eben wirklich schon sehr gut beschrieben, auch sehr eindrücklich durch die Bilder natürlich. Und auch dieser Badewanneneffekt in der Ostsee. Erstmal das Wegdrängen des Wassers, das Zurückschwappen dann insbesondere in die Nacht zum Montag. Und wir gucken jetzt zur Einordnung einmal auf die Geschwindigkeiten. Hörnum auf Sylt, 137 Kilometer pro Stunde, ab 118 beginnt Orkan. Aber auch Hamburg-Veddel mit schweren Sturmböen, / orkanartigen Böen, 113 Kilometer pro Stunde. Und jetzt nochmal die Einordnung, gerade hier in Sachen Sturmböen.
Sturmflut. 1,50 Meter bis örtlich 3 Meter über dem mittleren Hochwasser. Örtlich heißt vor allen Dingen der hamburgische Elbbereich. Also das ist schon sehr viel. Lisa hat es gesagt, 100 bis 130 Kilometer pro Stunde nach Nordosten. Nach Südwesten wird es immer weniger. Aber zum Beispiel so Berge wie der Brocken können dabei sein mit 150 Kilometern pro Stunde. Die Wetterentwicklung, man sieht in der Nacht, dass sich diese Front langsam nach Süden bewegt mit dem Regen. Schneefallgrenze allmählich sinkend, von Norden aber das Auflockern. Und dann kommt morgen ein Sonntag, den man teilweise, abgesehen vom starken Wind, auch ein bisschen als Sonnentag bezeichnen kann. Da ist ein Zwischenhoch da, bevor das nächste Tief dann am Abend sich im Westen bemerkbar macht. Die Frühtemperaturen, die liegen meistens im Bereich zwischen 0 und 5 Grad. Und der morgige Nachmittag ist dann nach Westen ziemlich warm bis 10. Sonst sind es 4 bis 9 Grad. Und die Aussichten zeigen wechselhaftes Geschehen. In den Mittelgebirgen Schneefälle mit viel Wind gepaart im Westen. Auch am Dienstag noch sehr unruhiges Wetter. Vielen Dank, Sven, für die Aussichten. An dieser Stelle gern auch nochmal der Hinweis, dass im Norden auch die Kolleginnen und Kollegen von NDR Info Sie auf dem Laufenden halten über das Unwetter. Hier widmet sich gleich das Wort zum Sonntag einem der Themen dieser Woche, nämlich dem größten Coming-out in der Geschichte der katholischen Kirche. Wir sind morgen Abend wieder hier, direkt nach Anne Will. Kommen Sie gut durch die Nacht.